Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Format Gesundheit hier auf unserem Sender. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und Sie haben recht, heute geht es nämlich wieder um das Thema wie vor einer Woche und vor der Vorwoche, nämlich über das Thema, wie wichtig es ist, richtig zu atmen. Richtig zu atmen, nicht oberflächlich zu atmen, nicht hyperventilieren, sondern richtig wenig zu atmen, aber richtig tief. Und dieses Thema ist so brillant wichtig, dass wir es einfach noch öfters darüber diskutieren müssen. Heute nämlich mit Bezug auf Schlafapnoe und auf das Schnarchen. Und man glaubt es kaum, selbst das richtige Atmen kann hier Linderung bringen. Und das möchte ich heute diskutieren, einerseits mit dem Michael Back. Herzlich willkommen von Fit for Life. Alexander. Entschuldigung, dass ich jetzt dich vorziehe. Ladies first eigentlich. Aber der Präsidentin geehrt jetzt die Ehre. Willkommen, liebe Brigitte Ruf, dass du wieder da bist. Du bist Präsidentin Danke. Des Vereins Poteco, wo es ums Atmen geht. Du lehrst das, du hast Patienten einerseits, aber du machst auch Weiterbildung für das medizinische Personal, um es eben einfach zu integrieren in die ganzheitliche Sichtweise eines therapeutischen Behandlung. So, das war mein Anfangsplädoyer und jetzt möchte ich gerne dich bitten, uns mal ein bisschen zu erklären, inwiefern das richtige Atmung auch Abhilfe schafft bei Schlafapnoe, wo meines Erachtens unglaublich explosionsartig steigt, und auch das Schnarchen. Ja, sehr gerne. Ich gebe immer wieder Schnarch-Workshops und die Menschen sind erstaunt, was sich alles verändern lässt. Und das erste Mal möchte ich euch bitten, schnarcht einmal. Schnarcht jetzt gerade schnarchen. Genau. Ja, genau. Und ruhig noch einmal. Nett, ja, niedlich. Ein Katze. Sanftes Schnarcheln. Ja, aber ich habe mehr drauf. Habt ihr gespürt, wie viel ihr atmet? Habt ihr gemerkt, dass es nur mit dem Atmen zusammenhängt? Jetzt stellt ihr vor, ihr atmet die ganze Zeit so, wie ihr geschnarcht habt, während ihr schlaft. Ihr wollt ja eigentlich ausgeruht sein, wenn ihr geschlafen habt. Also und Schnarchen ist eigentlich zu viel. Und ihr strengt euch an, schnarcht noch einmal. Und das ist eine unglaubliche Anstrengung. Die Luft ist sofort drin. Ja, und der Brustkorb arbeitet wie verrückt, das sehe ich bei euch beiden, oder? Ja. Und das ist schon einmal eine Hochatmung, nennt man das. Also ihr arbeitet mit diesen Atemhilfsmuskeln, um für jeden Atemzug, also ihr braucht unheimlich viel Energie. Mhm. Ihr atmet jetzt im Moment durch den Mund, wenn ihr geschnarcht habt. Das heißt also eigentlich, Schnarchen ist ein konstantes zu viel Atmen während der Nacht, wenn das Nervensystem hinunterfahren oder herunterfahren möchte. Mhm. Das heißt also, man hat ein Atemmuster entwickelt, das sich in der Nacht verselbstständigt, unbewusst ist. Wir sind ja nicht wach, wenn wir schlafen. Und es geht also darum, wie kann man das Atmen in der Nacht, wenn man schläft, beeinflussen, damit dieses heftige Atmen, das dann zum Schnarchen wird, verhindern zu können oder verändern zu können. Mhm. Da möchte ich etwas ausholen. Atmen ist zuerst einmal eine Bewegung. Das heißt, das Zwerchfell, das liegt hier so zwischen Brustkorb und Bauchbereich, das ist ein ganz großer Atemmuskel, wie ein Trampolin. Das liegt so im Körper, es ist riesig. Und das Zwerchfell zieht sich zusammen und senkt sich. Dadurch zieht es die Lunge hinunter, die ist mit dem Zwerchfell verbunden. Und es erweitert die Lunge, es gibt eine Oberflächenvergrößerung. Und es gibt ein Vakuum. Das heißt, sobald das Zwerchfell hinuntergeht, zieht es Luft hinein. Mhm. Da muss ich gar nichts dazu tun. Mhm. Und wenn das Zwerchfell sich hebt, geht einfach etwas Luft wieder hinaus. Gerade so viel, wie es nötig ist. Und diese Bewegung des Zwerchfells, das ist eigentlich ein Überdruck und Unterdruck, der dauernd stattfindet. Es ist eine Druckwelle, die stattfindet mhm. im Körper. Und diese Druckwelle setzt sich durch einen wohlgespannten Körper fort. Das heißt, wenn es einatmet, breitet sich der Druck, ein Überdruck aus im restlichen Körper, auch im Rücken. Und wenn das Zwerchfell hinaufschwingt, gibt es einen Sog. Also man könnte sich so vorstellen, ein Einzeller, oder wenn ihr alle Einzeller wärt, der ganze Einzeller würde so machen und so machen. Mhm. Rundum würde sich ausdehnen und zusammenschwingen. Das sieht man bei Babys noch. Ja. Das ganze Kind atmet. Und diese Bewegung kann gebremst werden durch Muskelspannung oder durch ungünstige Körperhaltung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal den Bauch anspannt extra und haltet den Bauch angespannt und spürt einfach mal, wie fühlt es sich an, wenn ihr nun atmet? Der Bauch ist angespannt. Wo atmet es? Wie atmet es?
Ich sehe schon den Brustkorb, also, der sich bewegt. Ein bisschen anstrengend. Anstrengend, genau. Also, wird das Atmen schneller oder wo findet er? Ich komme nicht mehr so tief runter. Genau, genau. Und nun lass den Bauch ganz langsam wieder die Spannung schmelzen. Lass den Bauch weich werden. Mhm. Und spürt, wie sich das Atmen verändert. Senkt sich. Genau. Also es findet wieder Bewegung mehr hier unten statt. Ja. Ja. Das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür, wie eine Spannung in einer Körpergegend die Atembewegung, die Ausbreitung dieser Atembewegung behindert. Mhm. Und dann atmet es nur noch hier oben oder vermehrt hier oben. Ihr könnt nun mal die Pobacken anspannen. Mhm. Genau, und spürt mal, was hat das für einen Einfluss aufs Atmen? Das ist einfach mühsam. Wird mühsam, also nicht nur die Spannung, sondern das Atmen wird mühsam, ja. Genau. Und dann langsam die Spannung wieder schmelzen lassen, einfach, dass ihr den Unterschied spürt. Der Atem geht auch wieder weiter runter, ja. Die Bewegung. Sofort. Genau. Und das ist mal ein Faktor, der wesentlich dazu beiträgt, dass wir zu viel atmen. Wenn die Körperspannung im Körper hoch ist oder wenn sie nur in gewissen Gegenden hoch ist, verändert sich das Atmen und in der Regel geht das Atmen mehr hinauf, weil hier kann der Brustkorb noch was tun, das Zwerchfell ja nicht mehr und wir atmen schneller. Ein schnellerer Atem erregt das Nervensystem. Das heißt, wenn ich nun mit den Spannungen, die ich vielleicht vom Alltag mitnehme, ins Bett gehe und schlafe, heißt das ja nicht, dass ich am Morgen aufwache und die Spannungen sind weg. Sondern ich nehme eine Art von Körperspannung mit ins Bett und ich nehme meine Art zu atmen mit ins Bett und atme schneller, heftiger, angespannt und das, daraus folgt immer ein Schnarchen. Also Schnarchen entsteht durch zu viel Atmen in der Regel. Es gibt dann noch die Spannungsverhältnisse hier im Halsbereich, die auch damit zusammenhängen. Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr atmet dauernd im Brustkorb, oder? Mhm. Immer so, was geschieht denn hier im Hals? Wie fühlt sich das an? Auch unangenehm, genau. Also wenn nun dauernd der Brustkorb atmet sich bewegt beim Atmen, dann gibt es hier Druck, dann gibt es hier Spannung, dann genau. Wird es schwerer, dass ja. Die Luft rein kann. Ja. Dann beginnt die Geräusche zu machen, ja. Oder? Also das wäre ein möglicher Beginn, wieso jemand zum Schnarchen kommt. Mhm. Das heißt also, Schnarchen ist immer ein zu viel Atmen, ein heftiges Atmen und hat mal grundsätzlich mit der Körperspannung zu tun, mit der Art, wie man tagsüber atmet und mit der Atemfrequenz, die ja dadurch entsteht, durch das viele Atmen, durch das erschwerte Atmen. Also wenn ich nun schon tagsüber einen schnellen Atem habe, wird der nachts nicht einfach ruhiger in der Regel. Ich atme immer noch schnell, heftig, komme dadurch noch mehr in eine gewisse Bedrängnis und muss noch mehr atmen. Mhm. Ich hoffe, okay. Dass ich das einigermaßen verständlich erklären konnte. Allerdings, mal vorläufig. Kehren wir es mal auf die andere Seite um. Also heißt ja jetzt nicht, dass ich nachts im Bett liege und mir eine Popacken zusammenkneife. Nein, genau. Und dann schnarche ich, weil ich viel zu oberflächlich atme. Ja. Wieso trifft denn das Schnarchen und Schlafapnoe sehr häufig auch übergewichtige Menschen? Also erstens mal ist bei mehr Gewicht ist die Atembewegung, die dauernd stattfindet, erschwert. Also jeder Mensch, der übergewichtig ist, atmet schon mal etwas strenger, hat es strenger, setzt mehr ein, atmet durch das schon heftiger. Mhm. Und dann kann ja auch das Übergewicht, welches ja häufig auch in der Bauchgegend ist, behindert das Zwerchfell. Es kann sich nicht gleichmäßig ausbreiten. Also was geschieht? Dann atme ich mehr hier oben. Weil das Zwerchfell sich nicht senken kann, beginne ich mit den Atemhilfsmuskeln zu atmen. Mikrofon aufpassen. Oh. Alles gut. Genau, genau. Also das ist völlig logisch. Eigentlich sehr logisch, genau. Ja, wenn ich nur oben atme, das können wir alle mal testen zu Hause, dann bist du eigentlich wie ständig am Atmen. Ständig am Atmen, genau. Und das ist auch noch etwas, oder? Wenn das Muster sich festgesetzt hat, ich atme hier oben, ich muss immer atmen, dann wird sich das nicht einfach verändern, wenn ich mich hinlege. Ja, okay. Also das Wichtige ist ja mal, dass man anschaut, wie ist die Körperspannung, wie ist die Körperhaltung, kann sich diese Bewegung wieder überall fortsetzen, damit es leicht wird. Geht das? Das geht. Das macht man mit Atembehandlungen und mit Atemübungen. Also jeder Übergewichtige, der sonst immer schnarcht, kann durch so eine Atemübung lernen, trotz Übergewicht auch nicht zu schnarchen. Das Übergewicht hat immer einen Einfluss. Also es ist schön, sinnvoll wäre es, er würde auch abnehmen, er oder sie.
Wird vielleicht auch passieren, durch das weniger Atmen, genau. Das ist so, also viele Menschen, die diese Übungen machen mit dem weniger Atmen, sagen auch, sie haben Gewicht verloren. Erstens wegen der Fettverbrennung, wie Michael sagte, und auch, weil sie den Mund mehr zulassen müssen, weil sie lernen, dass weniger mehr bringt. Das hat ja auch einen Effekt, so einen psychischen Effekt. Mhm. Und also was auch wieder unser Ziel ist beim Schnarchen, den Atem, den Alltagsatem, so wie wir tagsüber atmen, dieses Atmen zu verändern, also weniger zu atmen. Und je weniger ich tagsüber atme, desto mehr pole ich wieder mein Atemzentrum um, sodass es auch in der Nacht weniger atmet. Und weniger atmen heißt auch wieder, die Körperspannung verändert sich. Ich brauche weniger Sauerstoff aufzunehmen, weil die Sauerstoffverteilung stattfindet. Und. Also das sind alles die günstigen Folgen eines weniger Atmens tagsüber. Also unsere Empfehlung ist bei Schnarchen auch wieder erstmal Mund zukleben, nur Nasenatmung. Mund zukleben in der Nacht. So und dann mit der Zeit so. Mhm. Und mein Mann, der sonst nicht gerne macht, was ich ihm sage, das macht er. Er klebt sich den Mund so zu, weil er merkt, er schnarcht wirklich fast nicht mehr und er schläft besser. Er ist ausgeruhter am Morgen und hat eine freie Nase am Morgen. Häufig ist ein Zeichen von Schnarchen, wenn man allein ist, kann man das ja oft nicht so beurteilen. Also ein Zeichen von Schnarchen kann sein, dass man am Morgen einen trockenen Mund hat, Schluckbeschwerden hat, dass die Nase zu ist am Morgen, dass man häufig Wasser lösen muss in der Nacht, weil viel Atmen bewirkt, dass man viel auf die Toilette muss. Wenig Atmen bewirkt, dass man nicht mehr auf die Toilette muss in der Nacht, zum Beispiel, weil der Atem reguliert ja den Säurebasenhaushalt und die Nieren. Das heißt, wenn ich viel atme und durch das übersäuert werde, müssen die Nieren mehr arbeiten. Gleichzeitig bin ich etwas gestresster. Weißt du, ich meine ständig irgendwo eine Ursache gefunden zu haben in der Kaskade und du haust immer noch eins drauf, ist noch tief unten. Also auch die Leute, die ständig zwei, dreimal in der Nacht aufstehen und zur Toilette gehen, ja. Ursache tatsächlich wieder das falsche Atmen sein? Zu viel Atmen sein, genau. Und die meisten Menschen stellen fest, wir geben dann immer Fragebogen natürlich, dass wenn sie konsequent weniger Atmen üben, dass sie dann nicht mehr anstreichen, häufiges nächtliches Wasser lösen. Mhm. Und eine Ursache ist auch, wenn ich weniger atme, bin ich viel mehr im parasympathischen Nervenbereich. Entspannungsmodus. Das heißt auch, ich komme in einen Tiefschlaf und dann wird ein Hormon gebildet, welches den Urin eindickt. Das heißt, der Körper hilft mir, dass ich weniger auf die Toilette muss, damit ich tief schlafen kann. Aha. Und das verhindere ich mit viel Atmen. Also es ist unglaublich spannend, dieser Körper. Mhm. Also eine Empfehlung ist wirklich, Mund zukleben immer. Mit dem Pflaster, es gibt auch Pflaster für ganz empfindliche Menschen, so Babypflaster. Eine weitere Empfehlung ist, auf der Seite liegen, nicht auf dem Rücken, weil häufig sind die Spannungen im Rücken so groß und im Brustkorb, dass wenn ich auf dem Rücken liege, kann der Brustkorb ungehindert atmen, oder? Und das wollen wir verhindern. Also ist Seitenlage hilfreich, unterstützend. Und der Mund fällt weniger auf, wenn man nicht auf dem Rücken liegt. Okay. Ein Bauchschläfer? Bauch ist auch gut, wer das kann. So, das können ja nicht alle Menschen. Aber auf jeden Fall Seitenlage. Man kann sich, damit man nicht auf den Rücken dreht in der Nacht, einen Knopf hinten ins T-Shirt machen oder einen Tennisball einnähen, damit man sofort weiterdreht. Ja. Oder es gibt Klienten, die ziehen einen kleinen Rucksack auf, damit sie nachts weiterdrehen. Mhm. Also das sind so die möglichen wichtigen Informationen, mal als erstes für das Schnarchen oder gegen das Schnarchen. Dann machen wir Übungen, damit die Mundspannung und Kehlspannung elastisch bleibt, damit hier das nicht zu viel Überspannung und Unterspannung hat. Singen ist etwas Wunderbares. Singen verändert die Spannung hierum, also laut herzhaft singen. Also jeden Tag eine Viertelstunde herzhaft singen hat einen wunderbaren Effekt auf die Spannungsverhältnisse hier, verlangsamt den Atem. Ihr kennt es vielleicht noch als Kinder. Also wenn ich in den Keller musste, habe ich gesungen. Weil Singen nimmt die Angst. Singen verhindert, dass man hyperventiliert. Ah,
Ja, und Singen gibt eine andere Körperspannung, man spürt sich dann. Also Singen ist eine gute Wirkung gegen oder eine Hilfe gegen Schnarchen und es verändert die Stimmung. Also häufig haben wir ja einen schnellen Atem, weil wir gestresst sind, weil wir Ärger hatten mit dem und dort, weil wir dauernd in der Schlange stehen, ob es das an der Kasse ist oder auf der Autobahn. Also wir haben viele so Momente, die uns ärgern oder beschäftigen. Und das heißt ja nicht, dass wir dann nachts das alles ablegen können. Also ist noch ein wichtiger Faktor zu wissen, dass jedes Gefühl, jeder Ärger, jeder Stress unsere Atmung beschleunigt, unsere Körperspannung aufbaut. Also der Sympathikus wird erregt. Und das ist ja auch ein gutes, also ein gutes, dass wir den Sympathikus haben. Aber er sollte sich auch wieder beruhigen können. Also der Tiger steht nicht immer vor der Höhle, wie du früher mal sagtest. Das heißt also auch Stressabbau oder die Gefühle wieder in Ordnung bringen nachts. Also man könnte sagen Gefühlspflege, Atempflege und Gefühlspflege und Zahnpflege. Abends sich bewusst werden, was war schwierig heute, aber dann auch und damit aufhören, und was war alles gut heute? Was hat heute alles funktioniert? Was hat mich beruhigt? Was hat mich glücklich gemacht? Und mit diesem Gefühl in den Schlaf gehen. Das verändert die Körperspannung. Und dann atmet man schon ruhiger. Und kommt dir noch etwas in Sinn? Da doch vielleicht noch etwas. Man könnte noch so sich sagen am Schluss, ich atme ruhig, ich atme leise, ich atme ganz still im Schlaf. Wenn es geht, nicht denken, ich sollte nicht schnarchen. Weil das Hirn versteht Schnarchen. Hirn versteht nicht. Nicht schnarchen. Nicht schnarchen, dann schnarcht es. Es macht, was wir sagen. Ja. Oder auch Partner sollten nicht sagen, hör auf zu schnarchen. Sondern sie können sagen, atme still, sei ruhig, atme sanft. Das sind auch noch so mögliche Unterstützungen. Also das waren jetzt wirklich eine Lehrviertelstunde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, weil das hast du jetzt brillant gemacht. Ich war richtig gebannt da drin. Und in anderen Sendungen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir mit der Atemtherapeutin schon machen durften, wo ich Sie gerne darauf hinweisen möchte, das einfach noch was zu schauen, ist die Relevanz von Langsamatmen einfach auch noch was dargelegt worden, unabhängig jetzt von Schlafapnoe und Schnarchen, sondern es geht wirklich darum, dass wir viel, viel, viel mehr Sauerstoff in den Körper reinbringen, dass wir mehr CO2 behalten in unserem Körper drin und letztendlich viel mehr Energie und Kraft haben. Und das ist ja immer die Voraussetzung für unsere Selbstheilung, für die körperliche Regeneration oder eben auch letztendlich für Figurbewusste, dass der Stoffwechsel auf Touren kommt und wir auch gut abnehmen können. Aber letztendlich für jede Krankheit, jede Entzündung und jeder Schmerz wäre das die Basis, richtig zu atmen. Das muss ich einfach noch was sagen. Also solche Viertelstunde darfst du noch Dutzende bringen, weil das ist einfach nur schön, um dir zuzuhören. Ja. Das freut mich auch, weil es liegt mir am Herzen, dass wir anders mit uns umgehen, dass wir bewusster werden und erkennen, was wir am Atem haben. In jeder Kultur wurde er gepflegt, egal wie alt die Kulturen sind. Und wir haben das etwas vergessen in unserer Kultur. Klar, ja. Was hast du im Kaffeetrinken oben noch kurz gesagt? Leute, die ständig den Mund offen haben, wundert euch nicht, wenn auch der Zahnschmelz bei den Zähnen sich verbildet oder anders wird, als er sein müsste. Warum? Die Zähne brauchen Feuchtigkeit und der Mund trocknet ja sofort aus, wenn ich den Mund offen habe. Ja. Und dann trocknet ja auch die Kehle aus und genauso trocknet die Lunge aus. Entschuldigung. Und dann verändert sich das pH-Milieu in der Mundgegend. Ja. Und in der Lunge werde ich krankheitsanfälliger, weil eine Lungenschleimhaut sollte nicht trocken sein. Ja. Ja, und diese schöne Übung, einfach mal den Mund aufzumachen, zu schauen, ob man dann nicht 3-4 Mal schneller atmet als sonst, ist schon sehr spannend. Ja, ne? Genau. Ist tatsächlich so. Michael? Ich würde sagen, wir kleben dem Alexander mal den Mund zu mit einem Pflaster und schauen mal, wie er sich fühlt. Ja. Er darf nicht schlafen. Brigitte, im wachen Zustand. Mach das mal. Er kann es selbst zukleben, aber ich gebe ihm die richtige Menge Pflaster. Wieder geben. Also ich frage schon, wenn ich liebe Zuschauer. Genau, die beiden Enden umschlagen und dann, gut, du hast einen Bart, dann würde ich es gleich quer machen. Okay. Dann hält es besser. Und dann ist der Mund zu. Genau. So. Für das gibt es auch breitere Pflaster noch, für das Quere. Genau. Aber es wirkt, er sagt nichts mehr. Es wird ruhiger. Haben wir noch was zum Sagen?
Alexander haben wir schachmatt gesetzt. Das Problem, das viele haben könnten, wäre, dass sie Stress bekommen in der Nacht, wenn sie das zum ersten Mal üben. Was meinst du? Was würdest du empfehlen dann? Tagsüber so oft wie möglich den Mund zukleben, damit man merkt, es geschieht nichts Schlimmes, damit man wieder spürt, die Nase ist dazu da, es braucht den Mund nicht. Und wenn ich mich sicher fühle tagsüber mit dem Pflaster, dann kann ich es irgendwann abends auf den Mund kleben und schauen, ob ich es schaffe. Und mal stufenweise. Langsam, ganz langsam dahin gehen. Ja, nicht gleich jemanden den Mund zukleben, dann bekommt man gleich eine Panikattacke, das soll es ja nicht sein. Und aber Andreas ist noch gut drauf. So. Ja. Und das wird auch immer ruhiger. Alexander. Aber ich mache es noch was drauf. Es ist wirklich, du hast keine Chance. Du merkst es sofort, dass es ein klein bisschen ziehen und du hältst den Mund wirklich zu. Es ist überhaupt kein Problem, dieses zu halten. Mhm. Und ich mache es jetzt noch was drauf. Es soll eine Hilfe sein, genau. Ja. Oder Zahnstocher, wenn man unterwegs ist im Wald, Grashalm, Gänseblümchen, ist ja egal was, irgendetwas, das... Das kann man üben beim Autofahren, das kann man bei der Büroarbeit üben, bei der Küchenarbeit. Das lässt sich jederzeit integrieren, kostet wenig und bringt viel. Ja, und man wird zum guten Zuhörer. Wobei, das warst du schon. Hab Lächeln ist davon. Ganz schwierig. Lächeln ist schwierig. Schalt den Mund jetzt. Ja gut, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder? Im Moment nicht. Ich glaube, wir haben das Thema Schlafen und Schlafapnoe und Schnarchen gut bewältigt. Den Moderator. Man kann ohne Maske leben, man kann es üben. Ich habe Klienten, die Maske weglegen. Apnoe-Maske. Einfach das nur als nächster Schritt. Muss ich aber noch mal fragen, aber immer in Zusammenarbeit mit einer Therapeutin, oder? Ja, würde ich empfehlen, unbedingt, weil das Atmen ist so sensibel, der Atem reagiert so schnell auf nicht, ein falsches... Nicht, dass wir da was gesundheitlich Gefährliches machen, sondern dass wirklich der Therapeut die Oberhand hat und das kontrolliert und überwacht. He? Ja, unterstützt. Ja. Und das ist ja das Ziel, dass wir immer wieder wegkommen von solchen technischen Hilfsmitteln, zurückkommen zur Natur, zur natürlichsten Sache überhaupt des Atmens, aber im richtigen Atmen. He? Ja. Na gut, ich danke euch zwei ganz herzlich. Nett, dass ihr uns da eine wichtige Sache gezeigt habt. Und nur mit diesem kleinen Pflaster, liebe Damen und Herren, war es mir jetzt wirklich nicht möglich zu lächeln und schon gar nicht zu sprechen. Aber man merkt es wirklich. Das ist keine große Sache, es einfach mal zu testen in der Nacht und zu schauen, ob dann der Schnarchen wirklich wegbleibt, der Rachen trocken bleibt. Und vielleicht eben auch das nächtliche Wasserlösen durch das deutlich verbessert wird. Das finde ich ein großartiger Tipp von dir. Und ich freue mich schon auf die nächste Lehrstunde von dir. Danke euch beiden. Danke auch. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Auf Wiedersehen.